In diesem geschichtsträchtigen Haus, dem Marcolini-Palais, hatte ich mit meiner Familie eine kleine Wohnung direkt über dem Professor der Dresdner Kunstakademie, Ernst Julius Haenel. Auch mir macht es Vergnügen, in diesem herrlichen Park mit meinen Freunden und Bekannten mich zu bewegen und an diesem kolossalen Brunnen sitzend eine Mahlzeit einzunehmen. Drei Dinge machten mir meine Dresdner Kapellmeisterwohnung besonders wert. Das war mein Breitkopf- und herrlicher Konzertflügel, mein stattliches Schreibpult und das Corneliusche Titelblatt zu den Nibelungen im gotischen Rahmen. Am liebsten von all meinem Inventar allerdings war mir meine Bibliothek, die ich mir systematisch anschaffte. Diese ging beim Zusammenbruch meiner Dresdner Existenz auf sonderbare Weise in den Besitz des Herrn Heinrich Brockhaus über, der ich mich seinerzeit 500 Taler schuldete. Selbiger pfändete meine charakteristische Sammlung ohne Wissen meiner Frau und mir wurde es leider nie mehr möglich, diese dann zurückzugewinnen.